Heute testen wir mal wieder Kopfhörer, und zwar die Yamaha HPH MT8. Wie die Kopfhörer abschneiden und wie gut sie sich gegen den Studio All-Star Bidynamic DT770 Pro schlagen, das erfahrt ihr jetzt. Starten wir erstmal mit Design und Verarbeitung von den MT8. Wie ihr schon sehen könnt, ihr könnt sie nicht großartig drehen, was aber problemlos ausreicht, um sie am Kopf richtig zu platzieren. Ihr könnt sie aber dementsprechend nicht irgendwie ein bisschen platzsparend um 90 Grad zur Seite anwinkeln. Das geht nicht. Auch ihr seht schon hier so als Transporthalterung, das ist alles nicht ohne weiteres möglich. Sie sind eben einfach eher für den stationären Einsatz gedacht. Eine Sache, die mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, sieht man hier drin, die Ohrmuschelpolsterung an und für sich ganz okay, aber in drinnen habt ihr einfach sehr harten Kunststoff, seid da auch sofort quasi dran und habt hier nur so einen ganz kleinen Stoffbezug davor. Und wenn die mal länger als eine Stunde am Stück anhabt, dann merkt ihr schon, das wird einfach sehr unangenehm an den Ohren. Und im Studio ist mehr als eine Stunde nun wirklich eher die Regel als die Ausnahme. Ihr seht schon, ich habe sie hier gerade in Anführungszeichen kabellos. Sie haben kein Bluetooth drin, aber ihr könnt die Kabel auswechseln und im Standardlieferumfang sind sogar zwei Kabel mit dabei. Einmal hier diese Variante und einmal habt ihr sie noch glatt. Und das Ganze ist dann über so einen Klickverschluss gelöst. Wird dann so um knapp 45 Grad nochmal reingedreht und damit sind die dann fest dran. Vorteil, wenn das Kabel mal kaputt geht, einfach auswechseln und ihr könnt eben euer bevorzugtes Kabel anbauen. Nun aber natürlich noch zum Klang der HPH MT8. Und wie gesagt, ich habe ja für mich so als Referenz auserkoren die Bidynamic DT770 Pro. Einerseits sind sie die quasi Studio-Referenz zumindest bei ganz vielen. Andererseits habe ich sie selber seit, 5, 6 Jahren schon im Einsatz, auch im täglichen Einsatz. Und ich muss sagen, vom Klangbild her sehr ähnlich, also beide ziemlich neutral abgestimmt. Was mir aufgefallen ist, bei den MT8 eine sehr geringe Impedanz, also im Vergleich, gerade wenn die 250 Ohm-Version von Bidynamic kennt, sind die hier standardmäßig deutlich lauter. Vorteil, ihr könnt sie auch für den mobilen Einsatz nutzen, also vielleicht vergleichbar mit der 32 Ohm-Variante von Bidynamic. Das ist, wie gesagt, so das Einzige, das mir aufgefallen ist, kann auch ein Nachteil sein, wenn ihr wie ich am Audio-Interface arbeitet und die sind ja in der Regel ausgelegt auf eher hochohmige Kopfhörer. Da muss man dann hier schon wirklich sehr, sehr leise drehen, also vielleicht so auf 10%, damit man dann irgendwie noch einen Klang rausbekommt, der nicht direkt die Ohren wegdrückt. Wie gesagt, kann Vorteil, kann Nachteil sein, müsst ihr einfach selber entscheiden. Ihr habt dann auch für das Kopfhörerkabel natürlich erstmal einen 3,5 mm Normalklinkeranschluss und über ein Gewinde könnt ihr dann adaptieren auf 6,3 mm. Also den normalen und Mini-Klinke habt ihr da dann auch beides in einem. Klanglich, wie gesagt, sehr nah dran an den DT770 Pro, also einfach ein sehr schöner, neutraler, ausgewogener Klang, der jetzt irgendwie nicht großartig aufgeregt klingt, keine spitzen Höhen oder sowas mit dabei. Das hat Yamaha wirklich schön abgestimmt. Mein Fazit zu den Yamaha HPH MT8. Das größte Problem dürften tatsächlich die Bidynamic DT770 Pro sein, denn der Klang, wie gesagt, ziemlich ähnlich und preislich nochmal knapp 100 Euro unter den Yamaha-Kopfhörern. Die Bidynamic kosten aktuell so 130 Euro, mal 10 Euro mehr oder weniger, je nach Angebot gerade. Hier legt ihr eigentlich derzeit immer knapp über 200 Euro, 220, irgendwas in dem Dreh. Da muss ich schon sagen, es ist einfach eine harte Konkurrenz, gegen die man antreten muss. Zumal hier Made in Taiwan, Bidynamic immer noch Made in Germany, wem das noch ein Aufpreis wert sein sollte. Nicht falsch verstehen, von der Verarbeitung beide Kopfhörer wirklich toll. Ein bisschen anders. Ich finde einfach die Bidynamic im längeren auf den Ohren haben angenehmer, da sie einfach innen drin ein bisschen schöner gepolstert sind. Von der Klangqualität nehmen sich nicht viel. Ganz großer Vorteil hier trotzdem in meinen Augen, das sind einfach die abnehmbaren Kabel, die ihr habt. Das hat mich bei den Bidynamic schon immer gestört. Sind bisher nicht kaputt gegangen, aber trotzdem bei so einem schon robusten Kopfhörer würde ich es einfach heutzutage schön finden, wenn man die Kabel austauschen kann. Das macht Yamaha definitiv besser. Wie ist eure Meinung? Habt ihr vielleicht die Kopfhörer schon? Vielleicht auch nebenbei noch die Bidynamic? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare hinein.